Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Wir sind bei der Jamule Chaos Album Reaction. Immer noch? Wir sind bei Nicht Ich angekommen. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, wir haben bis jetzt schon sehr viele verschiedene Songs gehört. Aber wir gehen einfach direkt rein in Nicht Ich. Ich will nicht so viel labern. Das habe ich in den letzten Dingen schon gemacht. Aber nichtsdestotrotz will ich so viel labern. Ah, jetzt ist aber auch scheißegal. Nicht Ich. Let's go. Ja, und immer wenn ich richtig war, fühlte es sich richtig an. Chaos, das ist einfach Chaos. Diese ganzen Songs sind einfach Chaos. Das ist so verrückt, wie durcheinander die sind. Das ist ja Wahnsinn. Sehe nix von plötzlich dann, doch weiß, dass mir was fehlt. Such danach im Whisky-Glas, einsam in der Business-Class. Leider hab ich's mitgemacht und meistens nicht gesehen. Hey, war zu den Schlechten gut, den Guten schlecht, zu den Hechten falsch, den Falschen echt. Junge, Alter, das ist schon wieder, das sind schon wieder harte Lyrics, ne? Aber es ist auch eine krass geile Melodie da im Hintergrund. Junge, Halleluja, Scheiße. Oh, Mann. Baba meinte immer, hab Respekt, aber auch das ist keine Einbahnstraße. Seit 2, 3 Jahren nicht mehr der, der ich bin, nicht mehr der Jamal tief in mir drin. Nicht der auf den Platten, nicht der auf der Stage. Wie werde ich erwachsen? Wann ist es zu spät für ein paar Sympathie? Obwohl er ein Arsch ist, liebst oder lass es, nimm es eh nicht ins Grab. Viele Fragen im Kopf, wenn der Beat nicht mehr läuft. Und guck ich auf mich, dann mach ich's vor. Und immer wenn ich nicht. Digga. Junge. Ich muss halt wirklich sagen, so dieser erste Part hörte sich wirklich so wie so ein Real Talk an, ne? So klar, ne, also bei vielen Lyrics, Artisten, wie auch immer, ne, da hörst du die Lyrics und kannst darauf oder kannst oft sicher sein, dass das halt Real Talk ist. Aber das Ding ist halt wirklich so, dadurch, dass diese Melodie und dieser Beat ist, hört sich das nochmal so ein bisschen realer an, sag ich mal. Das ist verrückt. Viele Fragen im Kopf, wenn der Beat nicht mehr läuft. Und guck ich auf mich, dann mach ich's vor. Und immer wenn ich richtig war, fühlte es sich richtig an. Sehe nix von plötzlich dann, doch weiß, dass mir was fehlt. Such danach im Whisky-Glas, einsam in der Business-Class. Leider hab ich's mitgemacht und meistens nicht gesehen. Hey. Junge, dieses Hey, ne? Junge, einfach geil. Ja, ich dreh ein paar Runden. Hatte alles außer Therapiestunden. Dafür meine Musik, ich meinen Scheiß, den ihr liebt. Hätte es beinahe verspielt, doch es ging weiter um wie. Ging auf die Eins parallel. Hat mir die Einsicht gefehlt. Heb mich bedeckt, während sie Scheiße erzählt. Weil manchmal reicht es nicht mit deinem Désolé. Ja. Was ist ein Rockstar ohne Skandal? Was ist ein Fehler ohne Einsicht? Kann ich die Zeit zurückdrehen? Es gibt kein Zurück mehr. Was ist ein Fehler ohne Einsicht? Geile Line irgendwo, ne? Das finde ich immer so geil. Du hast bei der Mule oft so einzelne Punkte. Klar, die Lyrics gerade bei dem Song, ne? So wirklich, dass du sowieso nachdenkst oder eher so sein Leben erzählt. Aber manchmal hast du wirklich so Punkte, wo du dir denkst, ja, okay, krass, die Line ist schon geil und die dich auch so ein bisschen zum Nachdenken anregt. So wie zum Beispiel, was ist ein Fehler ohne Einsicht? So, machst du einen Fehler und hast keine Einsicht, wirst du den Fehler immer wieder machen oder wirst einfach nicht dadurch, dass du nicht merkst, dass es einfach ein Fehler war und dir denkst, ja, nee, das war kein Fehler. Und irgendwann merkst du einfach, das ist ein Fehler und änderst es dann. Oft ist das dann einfach zu spät. Aber das ist geil. Und immer wenn ich richtig war, fühlte es sich richtig an. Sehe nix von plötzlich dann, doch weiß, dass mir was fehlt. Such danach im Whisky-Glas, einsam in der Business-Class. Auch das, ne, das macht Jamula einfach so geil. Diese hintere Stimme, die zweite hintere Stimme, die einfach kommt, das ist so geil. Mir was fehlt. Such danach im Whisky-Glas, einsam in der Business-Class. Leider hab ich's mitgemacht und meistens nicht gesehen. Hey. Digga, crazy.
muss halt wirklich sagen, sowas, bei solchen Songs finde ich immer geil, so wie so diese innerliche Stimme, nenne ich sie jetzt mal. So diese richtig schöne Stimme, die dann da zwischendurch reinkommt oder gerade jetzt so am Ende, die dich halt nochmal wieder so ein bisschen mehr in den Bann zieht von diesem Song. Dadurch, dass es ja wirklich so ein realer Kopf-Fake-Song ist, sage ich jetzt mal. Das ist crazy. Ich finde das einfach jedes Mal wieder top. Aber wie gesagt, ne, diese Melodie und Beat da im Hintergrund passt da so gut zu. Das ist Wahnsinn. Aber wie ich schon sagte, man merkt einfach, wie verrückt diese Songs oder diese Trackliste einfach ist. Bei jedem Song mehr, weil du so viele unterschiedliche Sachen hast, du hast unterschiedliche Sounds, die dir, ne, die dich zum Nachdenken anregen, die dich in den Club ziehen wollen, die einfach dich zum Chillen, einfach nur zum Chillen bringen. Das ist so verrückt. Und das zeigt aber auch irgendwo so ein bisschen wieder, habe ich das Gefühl, so, was Jamule aber auch oft sagt, er rappt, diesen Chaos in seinem Kopf, ne? Das ist wirklich krass. Was bei dem Mann im Kopf abgeht. Und deswegen fand ich die Line, diese von wegen, ich mach das für euch, diese Line, die da am Anfang war, so geil, weil es einfach so zeigt, ne, okay, er will zeigen, so was in seinem Leben so abgeht. Also so ist, ne, meine Interpretation dazu. Was bei ihm im Kopf abgeht, was bei ihm alles schiefgelaufen ist oder was er für Fehler gemacht hat und einfach zeigen will, okay, dass man das vielleicht nicht so macht. Das ist einfach geil. Das zeigt einfach so, wie er auch als Mensch, finde ich, gewachsen ist. Wenn man gerade sich die ganze Karriere jetzt mal von Jabula anguckt, mit dem Shit, was der passiert ist, was er gemacht hat, wie auch immer. Ne? Wer das nicht weiß, muss sich halt ein bisschen schlau machen, hab da jetzt keine Lust drüber zu reden. Aber ich finde es halt wirklich geil und gut, dass er das jetzt so selber für sich klar macht und zeigt auch, dass er als Künstler halt immer weiter wächst. Und das macht ihn halt immer, 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 immer besser. Deswegen. Bin wirklich gespannt, wo der Mann noch landen wird, wie hoch er noch fliegen wird, wie gut er noch wird. Gerade auch von den Lyrics her. Deswegen, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, ihr auch. Sehen wir uns da nämlich das nächste Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann, bis zum nächsten Mal.